Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play ArcLash Legacy. Mein Vergangenheits-Ich hat mir die Aufgabe zukommen lassen, mich wieder um diese Mongos hier zu kümmern. Dann werden wir das auch mal tun. Da ist nämlich die Patrouille. Kann man die eigentlich umgehen? Nein, die greifen mich sowieso direkt an. Okay, dann ist das wohl so. Aber macht nichts. So, wollen wir ganz kurz. Zack, dann greifst du mal an und Nella wird schon mal den hier angreifen. So, bam, und nichts los. So, ist gleich down. Also der Swordsman, der ist ja direkt am Stissel und greift den an. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. So, bam. Wer ist aufgestiegen? Denzel? Denzel? Okay, warte mal. Vanderoo nutzt mal das Teil. Und ich weiß nicht, wie viel Leben hat denn der? 1250 geht eigentlich klar, muss ich sagen. Lass mal hier angreifen. So, du wirst dich mal eben selbst heilen und du wirst aber... Ach du, jetzt kommen wir, habe ich ja vergessen, jetzt kommen auch noch diese verkackten Mongo-Wölfe. Shit. Die Wölfe sind natürlich jetzt ein bisschen suboptimal, mit denen habe ich nämlich irgendwie gar nicht mehr gerechnet. Die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, wenn man so möchte. So, attack mal hier. Warum wird eigentlich angegriffen? Verstehe ich nicht. So, Vanderoo wird auch die ganze Zeit hier attacked, aber das macht wohl nichts. Boah, ich habe nicht genug Gefühl. Okay, gleich kann ich nochmal hier einen fetten Schlag landen. Ne, werde ich ja direkt auf die Alliance packen. So, wer sich wundert, ich spiele das jetzt mal auf einfach, weil einfach aus dem Grund, das ist echt... Es ist ein bisschen blöd natürlich für ein Let's Play, dass ich dann auf einfach stelle und jetzt sagt man, oh, ich voll die Pussy, das ist mir scheißegal. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass man im Spiel weiterkommt. Man will es ja einem zeigen. Und wenn ich hier die ganze Zeit mich durchsterbe, kann es ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Oh, locker. Nee. Vanderoo ist gefallen. Deswegen habe ich das einfach mal auf einfach gestellt. Damit wir halt auch ja ein bisschen mehr von der Story mal erleben können. Weil wenn ich die ganze Zeit hier sterbe, ist das der Sache ja nicht unbedingt zuträglich. Außerdem, es wurde mir auch unter anderem empfohlen und ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen so geguckt habe und das Spiel ist selbst dann noch sehr fordernd. Also, es wird trotzdem ja nicht einfacher. Okay, warte mal, wo waren wir? Ach so, ach, hier sind ja wieder die komischen Statuen. Hier gibt es, glaube ich, Gegner, ne? Gab es hier Gegner? Weiß ich gar nicht mehr. Wir gehen einfach mal hier hin. Nella öffnet diese Truhe, nimmt mal Relic of the Prophet. Erstmal gucken, wir haben Earrings bekommen, die. Ah, scheiße. Und das... Oh, Magical Armor, Healing Received... Alter. Okay, der Damage geht ein bisschen runter. Bonus applied to the value of all healing received by the unit. Okay, dadurch wird... Achso, egal was man erhält. Okay, bonus applied to the value of all healing done. Okay, habe ich mir das aber richtig gedacht. Also received heißt, was man wirklich erhält von den anderen und done heißt, was man den anderen gibt, sozusagen. Ach, guck mal, wir haben jetzt überall auch Skill Points. Wieder. Das heißt, wo gebe ich denn das jetzt hin? Magic Star of Vitality. Also muss ich erstmal gucken. Es ist natürlich auch nicht unwichtig, wo man nachher hin möchte mit den ganzen Geschichten, ne? Das ist klar. Mal kurz gucken. Ich finde das eigentlich schon gut, aber hier mit der Heilung finde ich schon noch einen Tick besser. Immer erstmal das. Das nutze ich bei ihr recht häufig. Das. Ich werde mich wahrscheinlich auch voll verskillen, weil ich habe keine Ahnung. Das ist halt so, ne, my first try von dem Game. Ich werde hier mal eben speichern. Ich will nochmal versuchen, dieses Monstrum zu rufen. So, du gehst hier hin und Nella geht dann mal hier hin. Und die anderen können schon mal alle mehr in die Mitte kommen. Wobei,
Eigentlich müsste ich die ja hier so mehr positionieren. Ach, ist ja eigentlich egal, oder? Ich will mal versuchen, ob das jetzt möglich ist, das Vieh hier zu killen. Weil das ist ja echt hardcore gewesen. So, alles klar. Du wirst erstmal Damage raushauen. Du wirst erstmal Damage raushauen. Du wirst erstmal Damage raushauen. Knall drauf. Jetzt kommt nämlich wieder dieses Scheißding. Was machen die eigentlich? Ganz ehrlich, die machen nix. HP Regeneration. Major Elemental of Allied. Also die machen echt nur HP. Nee, aber ich glaube nicht alle, oder? Lunar Gift Defractation. When he has too many enemies around him, the sparkling increases by 100% his dodge chances for 50 seconds. Okay. Also Tatsache, mehr oder weniger nur HP Generation, also die interessieren uns im Grunde nicht, aber die machen irgendwas anderes noch. Ich weiß nicht genau was, aber ist auch egal. Wir müssen uns darauf fokussieren, das Ding hier zu killen. Und das wollen wir doch auch mal versuchen zu tun. Ah, damn, jetzt habe ich natürlich keine Attacks mehr übrig. Das ist blöd mit ihr natürlich auch nicht. Wunderbar, dann kann ich natürlich versuchen, den hier mal zu machen. Boah, Alter, die heilen den aber mies hoch. Das heißt, ich muss mich wenigstens vor ein paar von denen stellen, damit ich das so ein bisschen abblocken kann, damit er nicht so viele Healpoints erhält. So, wo geht Nella denn hin? Ach da, naja gut, dann gehen wir da hin. Und immer schön angreifen. Das Problem ist, ich habe natürlich mit Keim jetzt wirklich eine große Attacke, die ich hier machen kann. Ich könnte natürlich hier mal hingehen. Was macht denn Nocker da? Du sollst hier hin, du alte Mockerstube. So, geh da hin, du Kacknase. Eine Fresse, ey. So. So. Nella kann wieder, das heißt, hau rein. Okay, wir sind voll gestunt, das ist doch scheiße. Ach, hat sie schon gemacht? Na, ist ja super. Ich hab irgendwie gar nichts von gemerkt. So, weil dann heilen die nämlich auch uns. Das Vieh zwar auch, aber nicht mehr so stark. Der kann nur noch von zwei oder von einem sogar nur noch, weil ich glaube, sie blockt zwei ab. Danzel, was macht denn Danzel hier? Die ist da. Ja, ist egal, wir lassen ihn mal so stehen. Mal kurz gucken, ob das passt. Die heilen uns nämlich schön wieder hoch. Das finde ich sehr, sehr nett von denen übrigens. Du kannst gerade nichts machen. Das ist blöd. Bam. Und bam. Alter, da kriegst du doch eine Macke. So, immer auf die Fresse geben. Wie kann man die denn killen, diese alte Kackwurst? Ey, das ist doch unglaublich. So, jetzt hat die nämlich gerade keine von ihren komischen Gefährten-Spacken da. So, du bist wieder ein bisschen fresher. Also machst mal den, du setzt wieder das ein und du kannst gerade nichts. Aber gleich. Vanderoo wird mal kurz heilen. Ich hoffe, ich treffe jetzt... No, nein, ey, jetzt habe ich schon wieder den Gegner geheilt. Fuuu. Wow. So. Oh, shit. Nocker, ich rette dich. Das Problem ist, dass... Oh, shit. Nella ist gleich... Dead. Deadly dead, dann musst du mal... Oh, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf und... Zieh ihn mal wieder auf dich. Das Gerät... Oh, scheiße. Heil dich mal selbst. Ja. Nice. Und jetzt mal das hier ein. Nice. So, dann das. Und... Achso, da haben wir jetzt nicht mehr Gefühl. Haben wir ja nicht mehr genug für. Das ist blöd. Dann geht das auch nicht. Das ist scheiße. Dann hau ich mal ein bisschen auf die Fresse hier. Zack, wir kriegen das Ding jetzt down. Das kriegen wir down. Los, komm schon. Bam! Geht doch. Aber man sieht, es ist zwar auf einfach das Spiel, aber trotzdem muss man da echt noch ein bisschen nur dran arbeiten. Vor allem, es ist halt nicht so einfach, die ganze Zeit dabei irgendwas... Naja, gut.
Sinnvoll ist das nicht, was ich hier rede. Aber es ist schwer. Reden und so weiter, was denn? Okay. Was haben wir noch bekommen? Earrings, wa? Earring of Light. Ich glaube, das letzte ist immer das, was wir bekommen haben, oder? Weiß ich jetzt nicht so genau. Physical Armor, warte mal, ich kann mal kurz hier gucken. Magic Armor, Physical und Magic Armor. Healing Done, okay, dann wäre das aber Magic Damage, aber sie greift ja eher weniger an. Resist Magic. Aber ich... Ah, nee, das bringt eigentlich nicht sehr viel. Cold Relic. Was hat sie? Aber Rare ist ja schon besser als Magic. Healing Done. Mann, nee, ich... 9% Mana-Regeneration, Healing Received, Magic Armor. Ja, aber dann geht natürlich der Damage wieder runter und das ist auch blöd, wa? Und der Magic Damage wird auch nicht mehr gepusht, das heißt immer nur noch Standardschaden, das ist auch blöd. Und so oft wird sie ja nicht geheilt, also... Erstmal auch wieder speichern. Das darf ich echt nicht vergessen. Nach jedem Kampf einfach speichern. Also, Z ist ja die Map. Ist ja sehr sinnvoll. Aber hier unten waren noch Truhen. Wie komme ich da runter? Ich will da hin. Was ist hier? Hier ist Silber. Was ist da? Ist dort eine Höhle? What the fuck? Wer bist denn du, Junge? I am Lek Loras. Ja, du siehst auch schon aus wie so ein Lecker. You have no business here. Turn back. Who are you that you know us? As I was in life and am in death, I am Lek Loras, the first wheel sword. I recognize my kin in this world and the next. Why are you bound, spirit? This stinks of a trap. Yes, indeed. Why are you here? I serve the wheel swords. The Lion have called upon the Chimera to destroy the Guild. I was honor-bound to stop her, but I am not strong enough, and with each passing hour, my strength fades. But there is a chance. Yes? Tell us. If you attack, I will channel the last of my power, and we may just succeed in driving her away. Then will you accompany us to the Hold and to the Patrons? To discover what has befallen us? I will. I would discover the truth of this, for the wheel swords are life everlasting. Any magic silence. A unit affected by silence cannot use any MP for the duration of the effect. Units that use SP are not... Okay. Also mit Silence, wenn man mit Stille belegt wird, kann man keine MP-Kräfte mehr nutzen. Das heißt, die beiden sind dann voll im Sack. Den beiden ist das relativ egal, weil sie hat keine Ressourcenkraft. Sie benutzt ihr Leben und er benutzt SP. Komme ich irgendwie hoch? Nö. Wie kommt man denn da hin? Ich weiß das noch nicht. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall, ich werde es auch öfter mal ein bisschen hier speichern, ist ja egal, das geht ja on the fly, on the way, on the was auch immer. So funktioniert es auf jeden Fall. So, jetzt muss ich erstmal kurz das Mäppchen öffnen. Wir haben nämlich zwei Wege, einmal hier oben und einmal da unten. Ich werde mal kurz hier so ein bisschen gucken, wo geht's da lang, hier geht's noch hoch. Das sieht da sehr einladend hier auf jeden Fall aus. Ich würde mal sagen, wir gehen hier unten einfach mal lang, so das Ding kann mal weg, Details of Anime Info. Reduction blinded. Blindness causes 100% of attacks to miss, but does not affect skills. Ah, wenn man blind ist, dann ist klar, dann kann man nicht treffen. Allerdings werden Skills davon irgendwie nicht betroffen. Achso, hier kommt man gar nicht weiter. Ist ja super. Okay. Hätte ich mir auch sparen können, hier lang zu gehen eigentlich, aber... Ja, machst du nix. Gucken, gibt's hier Gegner. Da sind Gegner. Wir greifen sie an, wir töten sie. Komm her, Kacknasen. Eine Walküre? Oh.
Okay, Nocker, du greifst natürlich wie immer an. Du bist ja hier unsere Angriffsexpertin. Du machst mal den hier und greifst natürlich auch an. Und jetzt bin ich mal kurz auf die Valkyren gespannt. Was haben die? Ja, die sind ja nicht so stark. Ach, naja, gut, geht. Es geht ja. Ich dachte, die sind ein bisschen stärker, aber so fast. Das ist ja ein Witz. Können wir ja locker angreifen hier. Ist ja. No problem, no problem. Die sind ja auch gleich tot. Machen wir hier, ich glaube, die 25 Sekunden. Das Ding ist vorher kaputt. So, warte mal. Archer, genau. Bam, Alter. Knallt gut rein auf jeden Fall. So. Da brauche ich auch nicht heilen. Dimensional Earring und Crenelated. Earrings bekommen. Dimensional Magic Armor. Healing done. Das müsste eher sie sein, ne? Ist nur noch 2%, aber ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen besser insgesamt. Geht natürlich hier die zwei Sachen runter. Allerdings gibt es hier auch noch Mana Regeneration. Achso, was sie aber gar nicht bekommt. Oh, verdammt. Na gut, das wusste ich nicht. Das ist ja auch blöd, wa? Tja, Physical Armor geht zwar runter, aber hier, dann machen wir das so, kein Problem. HP per Level, 15, 30, 0, 40. Okay. Dann will ich trotzdem mal hier kurz gucken, und warum komme ich da nicht rein? Was ist da los? Achso, von hier bin ich ja gekommen, ne? Ich komme da noch nicht rein. Es wird wahrscheinlich später irgendwann vielleicht mal gehen hier. Achso, hier haben wir direkt den Skill Tree. Okay. Ja gut, dann können wir weitergehen. Da ich da im Moment sowieso nicht hinkomme. Und auch an die Truhe dann nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwas voll Wichtiges übersehen. Was? Oh, ist ein Gegner zugegen. Oh. Hau auf die Fresse. Wo ist der Danzel? Du haust mal auch auf die Fresse und du kümmerst dich dann mal um die. Und Vendaru läuft einfach weiter und sagt sich, ach Mensch, ja, mach mir die Sinnflut. Alter, die haben aber, die halten ja nichts aus hier. Noch einmal und das war's. So, Dad, der ist auch dead und jetzt kommt nur noch er und dann war's das. Mit den Schurken von Lion. Oder mit den schurkischen Lions. Relic of Energy. So. Physical. Nö. Das lassen wir mal alles so, wie es ist. Das passt schon. Oh, was ist denn hier? Ah, oh, hi-ha-ho. Wir gehen erstmal hier lang. Ich denke mal, da muss ich sowieso rein, oder ist das alternativ? Wir speichern mal. Ach, hier gibt es wieder Gegner. Guck mal, die haben Bücher. Die Schweine lesen einfach. Das ist ja unglaublich. Also, die haben aber ganz schön viel Life Points. Also, der hier zumindest mit 1700, das ist ja nicht so wenig. Aber das sollte auch nichts machen. Wir machen mal deinen Attack Speed ein bisschen höher und wir attacken dann auch direkt. Und Nella wird mal die hier angreifen. Ach, Vendaru. Vendaru ist immer so eine, weißt du, die läuft einfach weg. Die sagt sich, ach komm, mir scheißegal. Was soll's. So, wie sieht's live-technisch aus? Das geht noch klar. Du attackst dann mal ihn hier mit. So, was mit Nella? Nella sollte doch hier eigentlich nochmal ein kleines Blitzgewitter machen. Do that, please. Dann machen wir einmal Schwupps und Schwupps. So, Alter, ich muss das... Ich hab sie getroffen, verdammt. Okay, ich hätte ausweichen sollen, ich Trottel. Habe ich natürlich jetzt voll verplant. Da musst du echt auf so einiges achten, das ist echt nicht so einfach. Danzel wird mal eben wiederbelebt.
Warte mal, wen greifst du eigentlich gerade an? Du wirst jetzt mal ihn hier attacken, dann ist die Valkyrie nämlich, glaube ich, down. Na, nicht ganz. Ah, ich habe ihn aber heilen können, das ist schön. Das finde ich super. Oh, wir sind alle in Level gestiegen. Haha, du Nudel. Level steigen ist schön, das heißt nämlich, dass sich unser Leben wieder regeneriert. So, hier ist ein Knocker, du attackst mal hier. Hast du schon attackt? Ach, ich kann das ja eigentlich so oft machen, wie ich will, wa? Weil, ah ne. Na gut, hat einen Cooldown, okay. Ah, greift mal alle Knocker an, das finde ich gut. Jetzt brauchen wir uns nämlich gar nicht mehr um dich kümmern. Ja, wobei, der ist eh tot, bevor das down geht. Jetzt werde ich mal mit dir einfach hier hingehen und... Dann seid ihr nämlich alle down. So sieht's nämlich aus. Elemental Amulet. Okay. Magic Damage und Healing Received. Eigentlich wäre das ja eher was für Knocker. Weil sie oft geheilt wird. Und dann kann sie das halt ein bisschen besser verwerten, das Ganze. Ich werde mal versuchen, nach jedem Kampf hier zu sprechen. Ach, ist hier eine Sackgasse? Nee, oder kann man hier übers Wasser? Weiß ich gar nicht. Ach, guck mal, Tatsache. Wo kommen wir denn hier hin? Interessant. Und was noch interessant ist, die Folge ist schon wieder vorbei. Damn. Das geht teilweise echt fix. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Haut rein, Leute.